21. Juli, 8:30 Uhr. Die International Development Bank wurde das Ziel eines gewalttätigen Angriffs mit schweren Waffen. Für alle Zeugen sieht es nach einem Attentat aus. Ohne ihr Fahrzeug zu verlassen, haben die Angreifer den Eingang des Gebäudes mit Brandgranaten zerstört. Ein Geschoss hat sogar die Bank durchquert und einen großen Teil der Halle zerstört. Bei der Ankunft der ersten Rettungsmannschaft wenige Minuten später wird der Plan der Angreifer klar. Am Steuer von gestohlenen Lieferwagen und mit Feuerwehruniformen bekleidet, profitieren die Angreifer von der Panik, um einfach in das Gebäude eindringen zu können. Aber das Feuer folgt seinen eigenen Gesetzen, die sich eher schwer voraussehen lassen. Angesichts des Ausmaßes des Brands, bei dem die Flammen alle Ausgänge blockiert haben, bleibt den Übeltätern nur eine einzige Wahl. Sie müssen sich im Tresorraum verstecken, dem einzigen feuersicheren Raum der Bank. Juli, 8:47 Uhr. Der Alarm wird in der Feuerwache 615 ausgelöst. Die Brandflüssigkeiten, die bei dem Angriff freigesetzt wurden, erfordern den Einsatz bedeutender Mittel. Aber die Feuerwehrmänner der 615 ahnen nicht, dass ihnen ein erstes Team zuvorgekommen ist und dass die falschen Feuerwehrleute jetzt im Tresorraum festsitzen. Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Fire Department. Gut, ihr habt schon mitgekriegt, ja, Übeltäter sitzen im Tresorraum fest und es wird auf jeden Fall schön brennen. Gut, wir gucken uns das jetzt mal an, schauen, wie weit wir kommen und ich hoffe doch, wir werden auch diese Mission ohne Probleme überstehen. Ja, Altbekannte, jetzt haben wir auch einen Feuerlöschwagen. So, gut, aber die kann ich ja nicht reinschicken, wenn es da brennt, oder? Oder so, ja, das geht auch. Ein Opfer ist von den Flammen eingeschlossen. Oh, ich sehe, da sind viele Opfer schon. Mal schauen, ob wir da löschen können. Okay. Gleich. Ich gehe. So. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass die Feuerwehrmänner nicht selber agieren. Dass die manchmal stehen bleiben. Ah, da brennt noch mehr im Büro. Alles rechts und links, okay. Opfer in Sicherheit. Los geht's. So, du gehst mal nach. Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Dann tun wir mal schnell die Opfer hier wegbringen. Okay. Und du kommst wieder rein, du brauchst da draußen gar nicht rumstehen. Hast du gelöscht? Du hast gelöscht. Gut. So, dann müssen wir ja wohl noch die anderen Opfer da rausholen. Wo ist denn hier eine Tür? Da ist eine Tür. Na, 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 du sollst hier machen. So, und wieder rein, bitte. Noch Tür aufbrechen. Löschen. Sagen, einer löscht, einer bricht die Tür auf. Hey, du sollst hier was tun, Alter. Oh, ein Flashover. So.
echt heavy hier. Ich gehe. So brennt's ja überall. Gut. Schade, dass man mit dem Feuerwehrfahrzeug nicht reinlöschen kann. So, wenn das Feuer gelöscht ist, gehen wir auf die andere Seite schnell. Gut. Da muss irgendwo eine Tür sein. Da. Los geht's. Los geht's. Und da oben brennt es auch schon. Das ist aber schlecht für uns. Wir kommen, glaube ich, da nicht hoch. So, Feuer gelöscht. Dann los geht's auf die andere Seite. Steht noch irgendwo einer rum oder was? Ah, da. Auch wieder Tür aufbrechen. Los, Tür aufbrechen. Und löschen. Und du kommst hier. Was blinkt denn da? Ah, ein Tresor. Schade, ich kann jetzt einen Tresor ausräumen. Gleich. Gut. So, das Opfer retten. Gut. Und da ist noch eine Türe. Los geht's. Dieses Opfer ist in Sicherheit. Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Ein Zugangscode ist notwendig, um diese Tür zu öffnen. Das ist ja allerliebst. Aber wir sollten mal schnell auftanken. So, es ist alles gelöscht und wir kommen nirgends ran, oder was? Noch eine Tür? Vielleicht ist da drin, vielleicht hier, vielleicht irgendwo der Code. Mal gucken. Opfer in Sicherheit. Ah, neue Einheiten. Ah, unser allseits beliebter Höhenretter. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Lustig, dass der Höhenretter immer laufen muss. Retten Sie und evakuieren Sie die Opfer aus dem oberen Stockwerk. Retten Sie den Inhalt des Safes und stellen Sie so viele Computerbände wie möglich über den Kundenkonten sicher. Okay. So, dann würde ich sagen, den tun wir erstmal hochschicken, wenn das möglich ist, dass er da oben löschen kann. Wo ist was für dein Geld? Gleich. So, wo sind die? Hier, okay. Ein Rettungsschrauber, gut. Steigen da auch Leute aus, oder? Oh ja, toll. Dann kann es ja losgehen. Dann können die ja zuerst mal hier rein. Türe. Gleich. Ich gehe. Feuer zu weit entfernt. Oh, das mit den Autos geht mir jetzt schon auf den Sack. Dass die nicht selber fahren. So. Der kann löschen. Opfer in Sicherheit. Oh. Da regst du dich ja echt auf, Alter. Wenn du richtig grausig. Kann man hier irgendwo rein? Die Leiter kann diesen Punkt nicht erreichen. 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 Jetzt geht's. Ah, unten brennt er weiter. Scheiße. So. Gleich weitermachen. So. Wie sieht's da drin aus? Ziemlich verbrannt. Also tut was. Wo ist mein Höhenretter? Ich glaube, der rettet auch nicht mehr so viel. Oh, da brennt der Computerraum. Gut.
er läuft mitten durchs Feuer, ja klar. Okay. Wahrscheinlich ist das Superman oder sowas. Okay. Los geht's. Du sollst Brände löschen. Okay. Also es wird immer schlimmer. Gleich. Ich gehe. Kannst du da nicht hoch? Okay. Gut. Okay. Okay, jetzt sind sie endlich mal am Löschen. Das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. So, das sieht doch soweit ganz gut aus. So, Feuer hier ist gelöscht. Dann retten wir den da auch noch. Soweit sieht es also ganz toll aus. Dieses Opfer ist in Sicherheit. Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Mal gucken, wo es hier noch brennt. Los geht's. War auch noch ein Opfer. Gleich. Ja, warum rennt der zurück? Ah ne, der... Wir haben den Bankdirektor okay. gerettet. So, dann tun wir mal... Noch ein paar Sachen einpacken. Es wird wohl jetzt nicht mehr rumbrennen jetzt. Okay. Hoffe ich doch mal. Sie haben wichtige Computerdaten sichergestellt. Gleich. Ah, man muss die Computerbänder Opfer rausreißen. Sie haben wichtige Computerdaten sichergestellt. Sie haben wichtige Computerdaten sichergestellt. Sie haben wichtige Computerdaten sichergestellt. Oh, da brennt es ja noch mehr. Wo ist das? Ressortraum, okay. Toll. Sie haben wichtige Computerdaten sichergestellt. Sie haben wichtige Computerdaten sichergestellt. Okay, der Höhenräder mal wieder runter. Gleich. Ja, das breitet sich schön weit wieder aus. Finde ich jetzt nicht gut. Kann man jetzt hier noch irgendwo was klauen oder so? Da ist noch ein Ressort. Ah, da unten brennt's. Gut, dann würde ich sagen, die sollen alle mal nach da unten. Kriegen wir jetzt die Tür da unten auf vielleicht? Okay. Okay. Los geht's. Ah ja. Dann löscht mal. Los geht's. Wir haben den Inhalt eines Safes sichergestellt. So. Gut. Das sieht doch sehr gut aus. Ich kann diesen Punkt nicht erreichen. Wie? Da hier, löscht mal. Was ist das? Los. Der hat gerade geblinkt, oder? Wir haben die Sprinkleranlage auch nicht schlecht. Eine Sprinkleranlage. Ich gehe. Das vereinfacht das schon mal etwas. Ich gehe. Da ist noch ein Opfer. Los geht's. Tresor, geht er auf. Gleich. Mal gucken. Jo, klasse. Gleich. Und... Ah, die heben schon mal die Hände. Ja gut, das Gold hätten sie so nicht rausbekommen. Sieht aus wie ein Fort Knox oder wie war das damals? James Bond? Sagt da jetzt gerade was? Ah ja.
eines Safes sichergestellt. Sie haben den Inhalt eines Safes sichergestellt. So, und dann müssen wir die Leute noch rausnehmen da, oder was? Los geht's. Sieht so aus. Opfer in Sicherheit. Dieses Opfer ist in Sicherheit. Sind wir mehr? Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Dieses Opfer ist in Sicherheit. Da brennt's da weiter. Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Warum brennt's da weiter? Gut. Das war doch gelöscht. Dieses Opfer ist in Sicherheit. Es muss nur zum Rettungswagen gebracht werden. Okay. Okay. Das ist ja krass. Gleich. Das war doch gerade vorhin alles gelöscht. Gut. Ich gehe. Gleich. Gut. Und er steht wieder nur rum. In Sicherheit. Ich gehe. Gleich. Das gibt's doch nicht. Ich gehe. Los geht's. Opfer in Sicherheit. Gewonnen oder verloren? Ah, ja. Okay. Es ist wohl nicht nötig, das Feuer komplett zu löschen. Okay, gut. Vielleicht ist es auch nur ein Bug, wer weiß. Gut, den Tresorraum haben wir überstanden. Danke fürs Zuschauen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir gehen dann zum nächsten.